Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Jetzt mit der Mission, beziehungsweise dem quasi Tutorial zur Mission Operation Watchman, also der Sam Fisher Mission. Was wir zuerst machen, Bewaffnung ist egal, weil wir eh keinen töten dürfen, ist die Teamkameraden ausschalten. Die Operation Watchman ist so ziemlich die nervigste und schlechteste Mission im ganzen Spiel, also ist es auch durchaus legitim, die Schwierigkeit auf Arcade runterzustellen, denn dann wird man nicht so schnell entdeckt. So, schaut, dass ihr aus Norden kommt nicht aus Süden, also nicht hier von der La Cruz Bravo, sondern mehr so ja, hier von Jorito oder Caimanes Charlie. Denn warum, seht ihr gleich. So, wenn ihr ungefähr hier so bei der Brücke ein bisschen weiter steht, ruft euch ein Heli. Der spawnt dann da drüben auf der anderen Straßenseite. Passt natürlich auf Gegnerautos, die kommen, denn die dürfen euch auch nicht entdecken. Warten wir mal, bis der vorbei ist. So. Falls ihr dachtet, ihr könnt die Gegner in der Basis einfach vorher ausschalten, könnt ihr leider nicht, denn die Drohne ist hin. Die haben einen, ja, also man muss ja warten bis 21 Uhr gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Und dann geht die Mission erst los. Wenn ihr dachtet, ihr könntet einfach die Gegner alle ausschalten und dann warten bis 21 Uhr, es geht nicht, denn die respawnen dann. So, wir steigen jetzt hier mit dem Helikopter auf. Und deshalb kommen wir von Norden, weil wir wollen direkt neben dem Splinter Cell Symbol, neben dem Missionssymbol, rechts in diese Tür rein. So, wir steigen auf, springen raus. Und hoffen, dass wir die Tür direkt treffen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Matchwood, ich nähere mich dem Treffpunkt. Oh, ich hänge. Verstand. Gut, hat geklappt. Komm zu mir, ich bin im Serverraum. So, da sind wir. So. Jetzt machen wir zwei Dinge. Als erstes aktivieren wir die KI nochmal. Dann werden gleich Helikopter erscheinen. Schießt die nicht ab, denn es kommen zuerst kleine Little Birds, dann kommen größere und dann irgendwann kommen auch Apache-Hubschrauber. Das wollt ihr nicht. Die kleinen Hubschrauber sind nicht so gefährlich wie die großen. Warum sehe ich denn? Achso, weil ich keine Waffe ausgewählt habe. Dann legen wir hier ein paar Haftminen hin. Wir rufen alle Verstärkung, die wir können. So. Und dann schauen wir, dass wir uns hier hinlegen. Und deshalb haben wir auch die Schwierigkeit auf Arcade gestellt. Denn dann ist dieser Part hier etwas einfacher. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Vielleicht hilft es ja sogar, was die Leuchtpistole einzusetzen. Grad mal gucken, kann ich da rausschießen? Okay, Feuer-Leuchtrakete. Oh, hi. So, wir geben Feuerbefehl. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Roger. Aufklärung. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich habe indirektes Feuer. Feind am Boden. Wir hoffen, dass wir dabei nicht selbst draufgehen wegen den Minen. Matchwood, wie geht's mit dem Hack voran? Ich brauche noch 2 Minuten. Schneller wäre besser. Wer entdeckt mich da? Ja, da unten. Einfach ein bisschen rausschießen. Sicher, sicher. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den ersten Heli. Lasst die Helis in Frieden. Ist der gerade umgefallen? Ne? Ja, hat's ausgesehen, ne? Shit, Mann am Boden. Oh shit, das ist nicht gut. Vor allem, da es hier ein Drohnenstörgerät gibt. Da wäre es besser gewesen, erst noch den Dingens auszuschalten. Oh, das ist schlecht. Wenn wir jetzt sterben, dann war's das. Ich kann ja trotzdem versuchen, die Medizindrohne zu benutzen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Drohne fliegt. Nee. Ich sehe einen Scheißdreck. Dann haben wir jetzt ein Problem. Denn wenn wir aufstehen, sind wir tot. Noch mehr Unidad.
Wir könnten und Hilfe den gebrauchen. Generator Halte treffen wir von hier aus, glaube ich, nicht. Ich hab fast geschafft. Scheiße. Nee. Treffen wir von hier aus nicht. Dann müssen wir eben gucken, dass wir von selbst am Leben bleiben. Hey, bleibst du bald liegen? Wenn wir das nicht schaffen, am Leben zu bleiben, sind wir jetzt komplett tot und das wäre echt verdammt schlecht. Da kommt gleich einer hoch. Da kommt er. Shit. Blendgranate. Ich werfe eine Blendgranate. Noch einer. Schicke eine Blendgranate. Oh Scheiße, sie kommt, zu mir. Das ist schlecht. Nein, 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 nein. Oh, es gibt aber übrigens einen kleinen Trick. Hier. Kameraden deaktivieren. Und Kameraden wieder aktivieren. Das ist ein bisschen exploity, aber solange es wirkt. Feuer! Haben Verluste. Die sterben schon wieder. Brauchen wieder neue Verstärkung. Hab die Rebellen gebeten, vielleicht auch einen Mörser. Mann am Boden! Mann am Boden! Ist der Hack mal bald fertig hier? Der dauert ja ewig. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Hey, Streichholz, was ist los? Der Hack ist abgeschlossen. Perfekt. Die Lady nach einem Treffpunkt. Nomad an Bowman, wir können raus. Wo ist der Sammelpunkt? Ich schicke die Koordinaten. Hat Matchwood, was er braucht? Bestätigt. Nomad Ende. So, jetzt können wir noch mal raus. Er hackt zwar immer noch darum. Erwischt. Stoppen. Hör auf. Alles wird gut. Komm mit. Hörst du? Ich bin unterwegs. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hängt ein bisschen. Ah, da ist er. Hey, der hat viel coolere Schleichbewegungen als wir. Na gut, der ist langsamer. Okay. So. Jetzt. Ab geht's. Licht aus. Nachtsicht an. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Oh, da ist der Apache. Was macht der denn schon hier? Hey, lieber einmal. So, wir brauchen unseren Heli. Der ist vor der Basis gespawnt. Hubschrauber, auf den Boden. Wo ist er? Da. Ups. Fuck. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Heli erledigt. So. Na toll. Wache Blendgranate. Toll, damit können wir den Zaun nicht aufsprengen. Granate kommt, komme mierda culeros. So, und durch. Heli ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden von der Explosion, aber... Ich bin der Pilot. Komm, Matchwood, Streichholz, komm. Komm bei. Guck mal, wo bleibt er denn? Was hängt er denn da hinten rum? Streichholz, komm. Verluste, hier drüben. Hier, Streichholz. Ihr Taxi. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Die Teamkameraden, die spawnen zu uns. Aber ich hab dich halt einfach durch. Macht das nicht. Deshalb müssen wir den extra einladen. So. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Jo, das wäre diese Mission. Allerdings werden wir noch von Apache verfolgt. Das Team ist nicht schlecht. Nicht so gut wie ich, aber nicht schlecht. Ich könnte Ihnen jetzt einer reinhauen, aber ich weiß ja, was ihr für Heulsusen seid. Und? Worum geht es hier? Dieser CIA-Trottel hat Informationen über eine brandheiße neue Technologie gestohlen. Er dachte, das Kartell braucht sie, um ihr Produkt unbemerkt über die Grenze zu schmuggeln. Aber eins kann ich euch sagen. Das Ding ist noch viel, viel gefährlicher. Wissen Sie nicht, was es ist, oder wollen Sie es uns nur nicht sagen? Was wir hier haben, ist die Art von Kriegsgerät, die Sie und mich überflüssig macht. Und
Die hohen Tiere schwitzen deswegen schon Blut und Wasser. So, sind wir gleich da. Wir können schon mal nochmal den Tier-1-Modus aktivieren, einfach weil ich das will. Und damit auch Schwierigkeit wieder auf Extrem setzen. Und ja. So einfach kann es gehen. Aber wie gesagt, diese Sandfischer-Mission, freiwillig würde ich sie nicht nochmal machen. Habe ich gerade gewissermaßen getan für euch. Aber ja, also für die Pistole ein Breakpoint kann man machen. Linda, wie geht's dir? Du siehst gut aus. So. Das war Operation Watchmen. Und damit endet meine kleine, aber feine Tutorial-Reihe. Und ja, ich hoffe, wie immer, ihr habt etwas gelernt. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Okay, alles sauber. Und ja, dann freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.